Ja, hallo, mein Freunde. Ich habe so komische Anruf gehabt. Ich habe nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr mal für mich hören, weil ich habe nicht verstanden, was der von mir will. Weißt du, ich bin ja nicht der Schlauste, aber meine Mama hat mich trotzdem lieb. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was ist YouTuber? Ich habe das nicht verstanden. Ich zeig euch das mal. Bitte helfen. Dankeschön. Zweitgrößter Versorger für Deutschland. Was hat meine Mutter die Rechnung nicht bezahlt wieder? Nein, nein, um Gottes Wie redest du mit mir, Mann? Nein, nein, nein. Es geht darum, dass Sie weniger bezahlen können. Entschuldigen Sie Ja, bitte. was, Alle Mann? Rechnungen sind bezahlt, alles ist gut. Ja, die hat das schon mal Wirklich. gemacht, Mann. Das ist Strom weg gewesen, Mann. Hab ich keinen Bock drauf, Mann. Okay, Digga, Verstehst alles du, gut. Mann? Natürlich verstehe ich. Willst du Ja. weniger bezahlen für deinen Strom? Können wir das schnell machen. Sicher, Mann. Sicher? Ja, Dann Mann. guck mal bitte nach deiner letzten Abrechnung, wie viel du verbraucht hast, damit wir auch alles korrekt machen hier. Wo soll ich das wissen? Jahresabrechnung, Jahresabrechnung. Jedes Jahr kriegst du eine Rechnung. Rechnung, Mann. Das ist keine Ahnung, Mann. Muss ich gucken. Ja, Was dann kann man guckst du. sparen? Was kann man sparen? Hallo. Weiß ich nicht. Wenn ihr viel verbraucht, sind das mehrere hundert Euro. Wie viel? 1-200 Euro im Jahr. Geil, Mann. Geil, Mann. Warte mal. Ja, ich warte, kein Problem. Hey, Olle, wo hast du das von Strom? Wo hast du das hingelegt, Mann? Von Strom, Mann. Ja, warte. Hör mal zu. Alter, ich schwöre, wo hast du das, Mann? Zeig mir das. Ich brauche Taschentuch. Hast du Taschentuch? Hör mal, hör mal. Ist das das? Hör mal. Hallo, Mann. Ja, ich bin noch da. Ja, 1863 kWh. 1863, machen wir 1900 aufgerundet. Welche Postleitzahl ist das? 76534, Mann. 76534. So, 76534. Geht sofort los. Ja. 1900 Ja. Kilowattstunden. Ist richtig. Ich bei dir Party, Mann. Ist so lauter. Laut. Ja, Mann. Ist so ein Großraumbüro, sind noch ein paar mehr Kollegen, die Ach telefonieren. so, hab ich bei Fernsehen gesehen, so Callcenter. Bezahlst du 45 Euro bei uns? 45? Ja. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt bezahlen. Soll ich mal Mama fragen? Ja, mach das mal. Ja, Mann. Was bezahlst du für Strom, Mann? Hä? Ja, Mann. 58 hat sie gesagt, Mann. 58 Euro? 58, Mann, ja. Siehst du? Bei uns nur 45 Euro. Was habt ihr den Strom geklaut oder warum ist das so billig, Mann? Nein, wir sind zweitgrößter Energieversorger für Deutschland, ne? RWE. Ich aber nicht von Polen oder so. Nein, nein, nein. Nein, nein. Auf jeden Fall 45 Euro anstatt das, was ihr jetzt zahlt, für 1900 Kilowattstunden. Gib mir einmal Zählerkundennummer, dann Was? schicke ich dir einen Vertrag und Okay, schicke Mann. dir jetzt gleich noch eine E-Mail oder SMS, dass wir das auch für dich übernehmen und dann machen wir den Wechsel für euch. Ja, warum ist das bei dir so billig, Mann? Wie kann das sein, Mann? Das kann doch Was nicht soll ich sein. das? Euer Grundversorger ist teuer einfach. Ihr seid bestimmt bei Stadtwerke, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist der, wo hat die Strom mal abgestellt, Mann. Stadtwerke Baden-Baden, das ist Ja, Dings Mann. der Grundversorger bei euch. Und dementsprechend haben die immer diese Standard-Basistarife, wo man am meisten bezahlt. Ne, bei uns kriegt ihr ja so Neueinsteiger-Sondertarif. Das ist für ein Jahr super günstig. Da müsst ihr wieder aktualisieren, weil sonst kriegt ihr wieder diese Standardtarife. Jedes Jahr musst du neuen Deal aushandeln. Ist jetzt für Ne? eine Jahr? Eine Jahr? Ja, für ein Jahr. Und dann nächstes Jahr musst du neues Deal verhandeln. Ja, also, was soll ich jetzt bezahlen? Du sollst oder jetzt nur meine Mutter? 45 Euro bezahlen. 45? Ja. Alter, das ist geil, Mann. Das ist richtig Bitte? geil. Und das ist dann andere Firma? Oder ist was musst du Ja, machen? das. Was ist das? Kenne ich gar nicht. Zweitgrößter Versorger Deutschland war früher die RWE. Ah, Ich brauche immer noch das diese habe Zähler- ich. und Kundennummer. Das müssen wir auf jeden Fall finden. RWE habe ich schon mal gehört und die haben das dann verkauft, oder was? Nein, Innogy ist die Tochterunternehmen. Und die hat die Mama platt gemacht und hat das selber übernommen. Anscheinend. Aber was Alles jetzt mit der klar. Zähler- und Kundennummer? Ja, weiß ich nicht. Wo steht das bei das? Bei der Rechnung. Ich bin mit meinem Opa mal beim Keller gewesen. Da ist diese Uhr, da steht das Nein, die doch immer dran. Jahresabrechnung, Jahresabrechnung. Jetzt habe ich das schon wieder weggelegt, man musste doch sagen. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen, Mann. Hast du weggepackt, ja? Natürlich, Mann, muss so Ordnung haben. Okay, du bist ja aber jetzt nicht so ein YouTuber oder sowas, ne? Ein was bin ich? YouTuber. Ich lande jetzt hier nicht bei Dings Callcenter fahren oder so.
Was willst du? Ob ich hier nicht bei Callcenter fahren lande oder so. Was willst du? Ich verstehe nicht, was du sagst, Mann. Du bist kein YouTuber, der mich gerade aufnimmt oder sowas, ne? YouTube, was ist YouTuber? Ich spreche kein Türkisch, Bruder. Du veräppelst mich jetzt hier nicht gerade, oder? Wie redest du mit mir, Mann? Was soll das, Mann? Sag mal. Was? Weil du bist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist, kommt mir spanisch vor hier alles. Ich verstehe nicht, was du von mir willst, Mann. Die Zähler- und Kundennummer brauche ich. Ja, das habe ich verstanden. Was sollst du zuerst haben? Zähler- und Kundennummer. Ja, welche Beides. Zuerst, Mann? Beides. Ja, 137. Was ist das? Kunden- oder Zählernummer? Ja, Kundennummer. Ja? Ich habe dich doch gefragt, was willst du zuerst haben? Da hast du gesagt, ja. Beides. Das ist wie, ja, sag mal, 137. Das ist wie, wenn die bei Kasse fragen, wollen sie Kassenbon oder kann man das wegschmeißen? Und die Leute sagen, ja, wenn du, ja, wenn du Auswahlfrage hast, musst du Antwort geben. Verstehst du, Mann? Weil sonst muss ich ja alles dreimal sagen. Er verarscht mich doch. Du verarscht mich, man lässt mich hier laufen und ich muss alles dreimal sagen. Alter, hat der aufgelegt?